Was eine Überraschung, Thomas Gottschalk, 68, wird wieder zum Wetten, das Moderator. Das TV-Gesicht will im Mai 2020 nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern zugleich sein Fernseh-Comeback feiern. Nur wenige Tage nachdem Thomas Gottschalk die Trennung von Ehefrau Thea bekannt gab, schreibt er Schlagzeilen mit dem nächsten Knaller. Schon im vergangenen Sommer brodelte die Gerüchteküche, als der Spiegel berichtete, dass der TV-Star im Jahr 2020 wieder wetten, dass moderieren werde. Jetzt hat ZDF dies gegenüber goldenekamera.de bestätigt. So ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann. Leider soll es sich jedoch nur um eine einmalige Ausgabe mit dem Herbstblond-Autoren handeln. Knapp 24 Jahre moderierte Gottschalk die ZDF-Show, bis er 2011 sein Wetten, das aus bekannt gab. Ob seine Moderationspartnerin Michelle Hunziker, 42, ebenfalls Teil der TV-Sensation werde, ist noch nicht bekannt. Die hat aktuell allen Grund zur Freude. Denn die TV-Blondine soll zeitgleich mit ihrer Tochter Aurora, 22, schwanger sein. Laut der italienischen Zeitschrift Il Tutto verstecken die beiden ihre Kuppeln unter weiten Kleidern und Mänteln, aber insgeheim soll Michelle förmlich vor Glück explodieren. Im Interview mit dem People-Magazin verriet sie schließlich schon 2016, zu der großen Fernsehshow im Mai 2020 wäre die Moderatorin dann vierfache Mama und Großmutter.